Moin Leute, willkommen zu unserem neuen Video und zwar heißt das Selektiv auf Großfisch. Wie der Name schon sagt, wollen wir heute etwas selektiver fischen. Ihr kennt das ja, wir sind ja im Sommer viel unterwegs gewesen mit solchen kleinen Ködern. Die brauchen wir heute gar nicht. Wir fischen heute nämlich mit den großen Ködern. Große Köder heißt von, das sind hier die kleinen Köder, die brauchen wir heute gar nicht mehr zum Vergleich. Zeigen wir gleich einmal, das sind hier so große Köder, Relax-Köder hier von Relax oder wie heißen die, Relax King Shad in der kleinen Ausführung. Große 4-Inch-Köder, das werden wir heute fischen. Die Zielfische, die wir heute uns erwarten, sind große Barsche. Ob das was wird, ist eine Frage. Zander ist auch eine Frage. Auf jeden Fall werden wir Hechte fangen, da bin ich mir sicher. Ob das nun große sind, wissen wir nicht. Hauptsache wir angeln um diese ganzen kleinen Barsche rum, die auch immer dabei sind. Das heißt, den Kram brauchen wir hier heute gar nicht, also weg damit. Ich bin natürlich jetzt nicht ins Wasser geschmissen, der liegt hier noch im Kescher drin. So, los geht's Leute, viel Spaß. So, selektiv fängt. So, hier der Köder. 4 Inch. Schnell zurück. Sehr cool, hat gleich geklappt. Schöner Barsch. Jetzt gedacht, auf 4 Inch. Sehr cool. Nochmal auf. Ja Leute, und schon ist unser Tag wieder zu Ende. War ziemlich cool, ihr seht, die Route ist mittlerweile zusammengesteckt. Das heißt, wir machen jetzt Feierabend. War ganz gut. Also wir haben ja wie gesagt selektiv gefischt, heißt mit großen Ködern. Die großen sind jetzt zwar nicht angestiegen, was Hechte angeht, obwohl, das sage ich gleich noch, Barsche waren natürlich gut mit 25 cm. Einem habe ich ja noch verloren, weil ich den ins Boot reinheben wollte. Das war natürlich nicht so schlau, das haben wir ausgeschlitzt. Und dann hat Janik, wie vorhin, wir haben nämlich mit Echolot heute gefischt. Das sieht man hier an der Schnur und meinem Band. Ich habe mir so ein Echolot hier rangebaut. Ziemlich cool und waren hinten an einem Loch. Und da haben auch die ganzen Barsche gebissen, auch der kleinere Hecht. Janik hat auch noch einen kleineren Barsch gefangen, aber dann hat Janik auch noch einen richtig, richtig guten Hecht gehabt. Den hat er bis zur Oberfläche gepumpt gehabt und seine Rute war wirklich hier bis zu den Knien am Bellyboot. Und dann ist er leider Gottes ausgeschlitzt, wie ich mit dem Kescher kam. Und ist mir dann über dem Kescher weggeschwommen und war letztendlich weg. Das war ein bisschen schade. Ich hätte Janik das gegönnt, hätte er noch so einen guten rausgeholt, aber ich hoffe, ihr habt auch so gesehen, dass es einigermaßen klappen kann, wenn man mal größere Köder ranmacht. Wenn euch der ganze Beitrag gefallen hat, was das Selektivfischen angeht, dann gebt den ganzen doch einen Daumen hoch, abonniert den Channel und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder in alter Frische. Haut rein, Leute. Ja? Leute, bei der Abmoderation, das heißt bei der, ich war schon auf dem Weg wieder rüber, hat Janik noch einen guten Barsch geholt. Sehr geil, Janik. Dickes High Five. Faust ist cooler.